Hallo Leute und herzlich willkommen, ich wünsche einen boytastischen Tag zu einer weiteren Folge mit mir, eurem Philibor, und heute geht es um Teil 2, wie erstellt man einen Shop in Boyland, meinem eigenen Minecraft-Server, und ich habe dazu, wie gesagt, schon einen Teil 1 gedreht. Wenn ihr ihn euch anschauen möchtet, könnt ihr unten auf einen Button draufklicken und euch den ersten Teil reinziehen und genießen. Wir beschäftigen uns jetzt aber mit Teil 2 und ich werde euch noch ein paar weitere Schilder vorstellen, hauptsächlich welche die Redstone-Schalter aktivieren können, aber noch ein, zwei andere Schilder, ja, und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal an. Ich bin hier schon feuchtfröhlich in meiner Burg in Boyland auf dem Freebuild-Server und habe hier so eine kleine Wall of Sign Shop aufgebaut. Das Plugin heißt übrigens Sign Shop 2, falls es den einen oder anderen interessiert. Und ich habe hier schon so ein bisschen was aufgebaut, ein paar Beispiele. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal die Schilder. Das erste Schild nennt sich Device und es aktiviert einen Schalter. Genau, für eine gewisse Zeit. Ich glaube, es sind so 5, 6, 7 Sekunden. Wir können ja mal draufklicken, Rechtsklick drauf. Da hat sich der Schalter umgelegt, der aktiviert diese Lampe und er steht auch, Philibor aktiviert deine Leitung temporär für 1 Euro, genau, kostet 1 Euro, steht unten. Zweite und dritte Zeile könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Jetzt hat sich der Schalter wieder umgelegt und die Lampe ist ausgegangen. So, jetzt gibt es zwei weitere Schilder, die eigentlich fast das gleiche bewirken. Zum einen Device On und Device Off. Device On schaltet einen Schalter nur ein und Device Off schaltet ihn nur aus. Ganz einfach und simpel eigentlich. Device on, klack, der Schalter hat sich umgelegt, daneben stand die Tür, die wurde jetzt aktiviert. Und wir können jetzt hier 10 Stunden warten und es wird nichts passieren, bis auf, außer wenn natürlich jemand kommt und hier draufklickt auf Device off, bezahlt auch wieder 1 Euro und hat diesen Schalter umgelegt. Diesen Schalter habe ich wie mit den Kisten auch kombiniert mit einem oder verbunden mit einem Redstone, das heißt man klickt zuerst auf den Schalter, dann auf das Schild, genauso wie hier erst auf den Schalter klicken, dann auf das Schild. Und ich habe das halt so gemacht, habe dieses Schild erstellt, habe dieses Schild erstellt. Einmal klicken auf den Schalter, dann auf dieses Schild klicken, dann nochmal klicken auf den Schalter und nochmal auf dieses Schild klicken. Ganz einfach und simpel und somit kann man die Tür aktivieren. Und ja, man kann auch nicht doppelt auf ein Schild klicken, denn dort steht dann, wenn ich draufklicke, ah okay, jetzt war ich ein bisschen dumm, weil ich das mit dem Redstone angeklickt habe. Aber Leitung ist bereits deaktiviert, genau steht drauf, wenn ich on klicke, Philibor aktivierte deine Leitung. Wenn ich nochmal anklicke, steht da, Leitung ist bereits aktiviert. Alles klar und super. Genau. Hier sind noch zwei Sachen, auf die komme ich gleich zu sprechen. Erstmal möchte ich noch diesen Befehl hier vorher dran nehmen, nämlich Toggle in eckige Klammern. Zweite, dritte Zeile, wie immer, könnt ihr irgendwas reinschreiben, was ihr möchtet. Wenn ich dieses Schild mit diesem Schalter verbunden habe, dann ja, mit einmal kaufen sozusagen aktiviere ich den einmal und mit nochmal kaufen aktiviere ich ihn nochmal. Das heißt, man kann ihn hin und her schalten. Das ist sozusagen die Funktion von Device on und off in einem Schild. Nur das halt nacheinander an, aus, an, aus. Und damit habe ich halt diesen Schalter verbunden und dieser Schalter verbindet sich mit diesem Sticky Piston. Ja, ganz cool, ganz einfach. Müsst ihr euch halt überlegen, was kann man damit Cooles machen? Einige haben ja schon sozusagen eine VIP-Lounge oder wir hatten es im Casino so, dass man eine VIP-Lounge hatte. Das heißt nur Leute, die auch ein bisschen Geld bezahlt haben, die konnten halt diese Tür betreten und oben gab es dann bessere Slot-Maschinen. Ja, ist eine coole Funktion, denke ich mal. Und ich hoffe, ihr werdet etwas Cooles damit anfangen können. Ich weiß, der eine oder andere hat schon damit was gemacht, hat zum Beispiel seine Lampen im Haus damit verbunden und Leute, die dann wollten, dass es hell ist, die konnten sich das dann kaufen. Und ja, ist, denke ich mal, eine ganz coole Sache. Und nun kommen wir zu diesen beiden Sachen, nämlich Donate und Donate Hand. Und Donate bedeutet, dass man etwas spenden kann. Donate ist ja Englisch und bedeutet spenden, soweit ich weiß. Oder ja, es bedeutet spenden. Und in die Kiste habe ich mal eine Truhe reingepackt. Und wenn ich auf das Schild links klicke, steht ja auch ein Chest facing east spenden. Ja, die Beschreibung ist etwas blöd, beziehungsweise auf Englisch. Und das bedeutet, möchte ich jetzt eine Chest spenden? Ja, möchte ich. Habe 63 noch in der Hand. Klack, eine Chest gespendet. Da steht, du hast eine Chest facing east gespendet, beziehungsweise Philibor spendet ein Chest facing an dich. Ich habe sozusagen an mich selber gespendet. Und jetzt könnt ihr hier zack, zack, zack die ganze Zeit was spenden. Funktioniert genauso wie so ein Buy-Schild, nur dass oben Donate reinkommt und nur eine Beschreibung, kein Preis. Und hier einfach reintun, was derjenige spenden soll. Muss jetzt keine Kiste sein, kann natürlich auch ein Sticky Piston sein. Allerdings, ja, kommen da jetzt trotzdem nur die Chests rein. Da ich das ja gespeichert habe, in dem Moment, wo man das verlinkt, speichert sich dieses Schild sozusagen und weiß, was drin war. Ja, ist ganz cool für einige Leute, denke ich mal, weil einige haben hier schon so ein paar große Projekte angefangen und die sind auf Spenden angewiesen. Und ich denke mal, da sind die Schilder gar nicht mal so schlecht.
Und dann gibt es noch das Schild Donate Hand. Allerdings habe ich da nicht genau herausgefunden, wie das funktioniert. Eigentlich sollte man dort alles spenden können, was man in der Hand hält. Also ich müsste jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Sticky Pisten draufklicke, müsste ich den Sticky Pisten verschenken bzw. spenden. Allerdings funktioniert das nicht so wirklich. Vielleicht liegt es auch daran, weil es mein eigener Shop ist, mein eigener Spendenshop. Und ja, vielleicht funktioniert deswegen nicht. Müsst ihr mal gerne ausprobieren. Würde mich interessieren, ob das überhaupt funktioniert. Einfach oben Donate Hand reinschreiben und eine Beschreibung rein. Kein Preis, ist ja logisch, denn das ist ja etwas, was man spendet. Genau, würde mich interessieren. Und das war's. Es gibt noch einige weitere Schilder. Allerdings möchte ich auf diese nicht eingehen, denn sie sind nicht so sehr wichtig für das Spielgefühl hier auf Boyland. Ich denke mal, das sind schon so ein paar coole Features, die man hier auch nutzen kann. Der Rest ist ja hauptsächlich Admin-Sachen. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Schild machen, wo man Commands ausführen kann. Ich kann ein Schild machen, dass der Regen ausgeht und solche Sachen. Kennt ihr auch schon so ein wenig. Habe ich am Spawn ein paar Schilder schon aufgestellt. Aber die sind dann meistens nicht für normale Spieler zugänglich. Beziehungsweise nur Spieler können sie aktivieren, OPs müssen sie sozusagen erstellen. Deswegen werde ich sie hier in diesem Video nicht vorstellen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Info-Video gefallen, Teil 2 von Sign Shop. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz einfach. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, euer Philly Boy. Bleibt mir treu!